When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Moment mal, war das vielleicht normal, dass unten so viel Papier auf dem Boden liegt und habe ich es einfach die ersten Male nicht so wahrgenommen? Ah, yes, truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Oder auch nicht. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the road. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Yep. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Okay. Ich arbeite gerade weiter an meiner To-Do-List. Alle möglichen Sachen mal auszuprobieren. Das hatte ich nämlich noch nicht getan, mal runterzuspringen. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Nein, ich wollte gar nicht die... Na, egal. Machen wir erstmal hier weiter. Da können wir nämlich nochmal nach den Rechnern Ausschau halten. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Oha, das ist so geil. Okay. Erkennt es denn, dass das Besenkammer-Dingens dann doch kein richtiges Ende ist? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Hier unten kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Würde ich behaupten. Also zumindest habe ich keine Idee, was ich da tun könnte. So. Ah! Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money crisp. Okay. Extreme Bathrooms. Eine wahnsinnig beeindruckende Zeitschrift. Aber schönes Badezimmer auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was können wir jetzt hier tun? Oh, der Spiegel scheint irgendwie defekt zu sein. Kennt man ja gar nicht aus Computerspielen. Erstaunlich, dass hier gar nichts kommentiert wird. Hier gibt es auch sonst zu einem einen Kommentar. Egal. Wir gehen erstmal weiter. Ah, hier. Aber wieso erst das dritte Mal? Wir haben doch jetzt schon zum vierten Mal eigentlich dort. Oder? Ach, ich weiß auch nicht. Okay. Waren wir hier schon mal?
Das wusste ich schon. Dann fahren wir halt einfach mal nach oben. Schließlich kam ja der Aufzug von oben. Ich bin übrigens großer Fan der Fahrstuhlmusik und ich glaube, das werdet ihr nicht hören, weil es einfach zu leise ist, weil ich höre es schon kaum. Zur Melodie macht der Erzähler ganz leise Bemerkungen, was auch immer, also so, so nach dem Schema. Ja. Die Frage ist, ob jetzt noch irgendwas anderes passiert oder auch nicht. Ich finde ehrlich gesagt die Musik total cool. Von daher würde ich es sogar fast abwarten wollen, ob noch was passiert. Wir können uns ja auch die Wand ansehen. Oh, eine wunderbare Wand. Aber was der Erzähler da immer so rumnölt für komische Laute von sich gibt, was auch immer, ändert sich, glaube ich, mal noch. Es ist immer wieder was anderes dabei. Okay, jetzt geht's wieder, glaube ich, normal los. Ach komm. Hey, Überraschung! So, die Frage ist, wie war das gemeint, dass man... Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Das war nicht das, worauf ich hinaus wollte. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Gut, ich glaube, wenn ich jetzt neu starte und das Ganze nochmal so probieren würde, würde irgendwann die Tür offen bleiben und man könnte direkt durchrennen. Deshalb probiere ich das jetzt einfach mal. Wie gesagt, es ist viel rumprobiere, aber ich möchte es einfach nochmal rausholen aus dem Spiel. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Moment, bevor ich es vergesse. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Da war nämlich nochmal ein neuer Input-Computer. Vielleicht können wir dann doch noch was erreichen damit. Ach, das Spiel ist schon ziemlich genial. Weil man mag auch nicht so richtig aufhören rumzuprobieren.
Also ich zumindest. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an coming to a staircase. Stanley walked upstairs to his boss's office. Kann ich jetzt eigentlich immer noch die Tür öffnen? Okay, ist ja jetzt anscheinend dauerhaft freigeschalten, sag ich mal so. Was auch immer uns das bringt, das ist die andere Frage. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad, Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Okay. Vielleicht ist das damit gemeint, dass die Tür sofort offen ist. Vielleicht gibt es aber auch einen Zustand, in dem sie wirklich schon offen steht, wenn wir reinkommen. Deshalb werde ich das einfach nochmal probieren. Und dann könnten wir nämlich den Speedrun schaffen. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply jetzt habe ich wieder den Rechner vergessen, ob hier wieder einer ist. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his coworkers. Hier war schon mal nix. Vielleicht diesmal hier wieder. Nee. Schade. Gut, die Frage ist. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Was genau war dann zu tun? Man konnte im Prinzip... Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Also im Prinzip müssen wir einfach wahnsinnig schnell sein. Here's the door, just go. Sehr cool. Gut, das ist es im Prinzip, glaube ich, schon. Jetzt gehe ich dann nochmal lang, um zu gucken, ob das so bleibt. Und ich möchte nochmal schauen. All his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. So, die Frage ist, die Tür bleibt jetzt eigentlich immer offen. Deshalb könnte ich in der Zwischenzeit nochmal kurz was anderes ausprobieren. Weil ich möchte eigentlich auch noch ein paar Mal Durchgänge machen, bis da das Input voll ist. When Stanley came to a set of two open, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Oh well, look who's got cold feet. Sorry to break it to you, Stanley, but that lift isn't coming back. You'd best either get comfortable right here on this platform, or test your luck by jumping to the floor below. You know what? Looking at it now, it's not that far to the bottom floor. I bet you can make it. Okay, das war eine weitere Sache, die ich ausprobieren. I'm sure you'll survive the jump. Don't tell me you're scared. That's not the Stanley I know. Do it! 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 Es verursacht Tod. Wow, okay, das ist schon ziemlich nah am Tod. Ich hoffe nur, dass jetzt der Fortschritt im Boss-Office nicht gefährdet ist dadurch. Ich kann euch auch immer in der Zeit vorlesen, was ich hier auf, ich glaube, Jack Reviews hieß die Seite.
Ziemlich nützlich, da stand alles zusammengefasst und davon habe ich mir nun wiederum ein paar Notizen gemacht. Zum Thema Speedrun Achievement steht da. Solange durch das Büro des Bosses rennen und neu starten, bis die Tür sofort auf ist und dann so lange neu starten, bis Stanleys Büro direkt mit den Türen verbunden ist. Allerdings müsst ihr euch sputen, da die Zeit sehr knapp bemessen ist. Ach so, also dann noch weiterhin neu starten, okay. Bis Stanleys Büro direkt mit den Türen verbunden ist. Heißt wahrscheinlich der Raum mit den zwei Türen mit der Auswahl. Okay, also das müssten wir noch tun. Ja, das ist ja kein Problem. Ich würde sagen, wir haben hier nicht viel Auswahl, außer das Spiel vielleicht einfach neu zu starten. Deshalb hier kommen. Whoops, looks like I was wrong. How clumsy of me. Wie überraschend. So, dann würde ich. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das Spiel unterbricht mich immer dann, aber ist ja auch normal bei dem Spiel. When Stanley came to a set of two open doors, he and this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Es gibt nämlich noch was, was man hier tun kann, darauf wäre ich irgendwie nicht gekommen, es war einfach. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley.